Wunderschönen guten Morgen. Wunderbarer Tag heute, dann lass uns sofort mal durchstarten und zum 3-Stunden-Rennen ADAC 24 Stunden Classics gehen. Ich verstehe kein Wort, aber jo. Okay. Was guckst du nur so komisisch? Junge, mein Nacken. Wie filmst du, Alter? Junge, mein Nacken, Alter. Warte, ich muss mich hinstellen. Sitzt mal eine Frisur? Ja, hallo liebe Motorsportfreunde und herzlich willkommen zum 24-Stunden-Rennen 2018. Wir werden jetzt direkt an die Strecke gehen zum 24-Stunden-Classics. Da läuft gerade das 3-Stunden-Rennen. Und dann werden wir mal mit euch zusammen das 24-Stunden-Rennen verfolgen. Lass uns direkt mal zur Strecke gehen und mal gucken, was da so geschieht, was da so passiert. Jo. Ich kann dann dich nochmal filmen, warte. Lass mal ruhig laufen. Für dich Highlight dieses 24-Stunden-Rennen? Hast du da irgendein Highlight? Ja, ich bin mal gespannt, ob BMW diesmal gewinnt. Also auf das Ende vom Rennen bin ich gespannt, weil das haben wir ja letztes Jahr verpasst. Reglementtechnisch sind ja dieses Jahr im Vorteil. Und Ferrari. Ja. Gut. Ja, dann. Tabellenführer angereisten und als zweiter gestarteten Andrew Harianto. Der ist also auf Rang 13 nächstes Mal zurückgefallen und dann folgt respektive 5, denn auch mit Dimitri Paarhofer als 5 wir so ein kleines bisschen hinter Paarhofer blicken wollen. Da ist zum einen Ying Zhou-San in der 6. Position. Es ist auf Rang 7 das Auto mit der Startnummer 7, während in die Boxengasse hineinkommt. Fährst, dann neigt sich das Auto nach rechts und steht dann komplett auf der Reifenfläche auf. Und dadurch, dass sich das Auto rechts in die Kurve rein neigt, hast du dann die größte Auflagefläche und die größte Seitenführungskraft, die der Reifen aufbauen kann. Und deswegen bist du damit dann schneller und sicherer in der Kurve. Also jetzt haben wir schon unser Technik-Talk gestartet. Jetzt erzähle ich noch mal ein bisschen was zu dem Thema Flügel und Spoiler. Also ein Fahrzeug hat aufgrund seiner Bauform schon mal grundsätzlich die Eigenschaft, dass es Auftrieb erzeugt. Man kann das ähnlich sehen wie mit einer Flugzeugtragfläche, die ja auch Auftrieb erzeugt. Und durch diese Flugzeugtragfläche kann ein Flugzeug überhaupt fliegen. Und wie gesagt, ich filme mal kurz die Form von dem Auto. Durch die Bauform an sich erzeugt ein Auto Auftrieb. So. Und dies möchten wir natürlich beim Rennwagen möglichst gering halten, beziehungsweise möglichst viel Anpressdruck haben, Downforce, also Abtrieb. Denn das gewährleistet uns eine hohe Kurvengeschwindigkeit. In dem Fall haben wir jetzt einen Flügel. Viele sprechen davon, ich habe einen Spoiler, ich habe einen Flügel. Was ist denn überhaupt ein Spoiler? Was ist ein Flügel? Also wir haben ja gerade gelernt, dass ein Auto aufgrund seiner Bauform Auftrieb erzeugt. Und ein Spoiler, das ist das englische Wort für stören, to spoil, etwas stören, stört. Dann ein Spoiler ist quasi wie hinten so eine Spoilerlippe auf dem BMW beispielsweise drauf. So könnt ihr euch das vorstellen. Vielleicht blende ich jetzt mal ein Bild ein. Und die stellt sich in diesen Fahrtwind und mindert oder verringert den Auftrieb des Fahrzeugs. Das ist ein Spoiler. Und ein Flügel ist was anderes. Ein Flügel ist jetzt hier, wie man es da vorne sieht, ein eigenständiger, ja, man sieht auch schon, Flügel. Der sorgt dann dafür, dass wir keinen verminderten Auftrieb haben, sondern durch die Anstrebfläche erzeugen wir einen sogenannten Abtrieb, also Downforce. Und das ist nämlich der große Unterschied. Spoiler reduzieren den Auftrieb und Flügel produzieren Abtrieb. Thank you.
Wenn ich jetzt sehe und so, ich sag mal, wenn ich dann die Kraft an die Farbe und dann kommt das, dann kann man das Thema so cool auf mein Auto rein oder was will ich. Jetzt das 24-Stunden-Rennen 2018 einleiten. Deswegen lass mal hier die Rakete starten. Los geht's. Natürlich undercover, dass ich das nicht sehen hatte. Also Punkt 15.30 Uhr, so muss es sein, der Start. Estrin macht extrem langsam. Vorgabe ist 60 bis 80 km/h, er war noch langsamer. Und jetzt gibt er Gas und jetzt ist die Hatze eröffnet. 24 Stunden Nürburgring 2018 und das ist der Ferner, der sich Kollege,
Das Rennen geht langsam in die Nacht. Wir schauen uns das Ganze jetzt hier aus dem Fahrerlager an. Blicken auf die Vedo-Schikane. Da hieß er aber früher NGK-Schikane, haben die jetzt umbenannt. Und schauen uns das Ganze jetzt mal bei Nacht an. Mit dabei haben wir natürlich Livestream. Und noch liver als Livestream. Besser geht's gar nicht. Thank you.
Kupplung und das nochmal haben. Platz 4, im Moment alle 98, trotz dieses, ja, Vergehens mit einer Minute Zeitstrafe. Ja, das ist ein harter Ball. Das ist auch ein Team, aber das Team, das ist überhaupt möglich, Mann.